Hier zwei einfache Übungen zum Rechnen mit Klammern. Vor diesen Klammern steht ein Minuszeichen, also lassen wir dieses Minuszeichen mit den Klammern fallen, indem wir alle Vorzeichen innerhalb dieser Klammern ändern. Dann ergibt das also 7x minus 2x plus 5 minus 6y. So. Und hier können wir noch diese x-Terme addieren. So ergibt das also 5x plus 5 minus 6y und fertig. Vor diesen Klammern steht kein Zeichen, also ist das Pluszeichen gemeint. Deshalb können wir diese Klammern einfach fallen lassen. Vor diesen Klammern steht ein Minuszeichen, also lassen wir dieses Minus mit den Klammern fallen, indem wir innerhalb der Klammer alle Vorzeichen ändern. So ergibt das also 3x plus 4 minus 1 plus 2x. So. Wir sehen, dass wir diese zwei x-Termen addieren können, sowie auch diese 1 von der 4 subtrahieren können. Machen wir das noch. 3x plus 2x, das macht 5x. Und 4 minus 1, das macht plus 3. Und fertig.